Video möchte ich Ihnen die Funktionen der App Next Mobile Job vorstellen. Wie es der Name schon verrät, unterstützt sie die App bei der täglichen Arbeit in Ihrem Betrieb. Sie können einfach und schnell Schlagdokumentationen erledigen sowie Aufträge bearbeiten und versenden. Übertragen werden alle Stammdaten und Standardverfahren in den ausgewählten Erntejahren. Während die Stammdaten in Abhängigkeit der gesetzten Einstellungen in der Nextcloud auch automatisch an den Server verschickt werden, müssen Aufträge immer aktiv versendet werden. Dies geschieht in Form von Einzel- oder Sammelbuchungen zwischen dem Rechner und dem mobilen Gerät, als auch zwischen den Geräten. Die einzige Voraussetzung für das Abrufen der Daten vom Server sowie das Senden von Aufträgen ist, dass Sie mit dem WLAN verbunden sind oder Ihre mobilen Daten aktiviert haben. Starten Sie nun die App Next Mobile Job. Wählen Sie auf dem Startbildschirm das Unternehmen und Ihren buchenden Betrieb aus. Drücken Sie anschließend auf Maßnahmen laden. Wenn neue Daten auf dem Server zur Verfügung stehen, wurden diese nun heruntergeladen und mit den vorhandenen Daten auf dem Gerät synchronisiert. Sie sehen nun eine Übersicht über die vorhandenen Aufträge und frei gebuchten Maßnahmen. Ich habe nun ein wenig in der App gearbeitet, damit sich auch in jeder Kategorie ein Eintrag findet. Unter dem Punkt Alle werden alle Aufträge bzw. frei gebuchten Maßnahmen zusammengefasst. Zur Kategorie Entwürfe gehören alle Buchungen, die noch nicht erfasst wurden. Werden Sie zum Beispiel während der Maßnahmeerfassung von einem Anruf unterbrochen, wird die angefangene Buchung hier zwischengespeichert. Der Punkt Offene Aufträge enthält alle noch zu bearbeitenden Aufträge bzw. fertig gebuchten Maßnahmen, die noch nicht erledigt wurden. Im Bereich Gesendete finden Sie alle erfolgreich zurückgesendeten Buchungen. Der Ordner Nicht-Gesendete enthält alle abgeschlossenen Maßnahmen und Aufträge, welche aufgrund fehlender Mobilfunkverbindung nicht gesendet werden konnten. Sobald Sie jedoch wieder Empfang haben, erfolgt das Verschicken automatisch. Um die zum Teil umfangreichen Daten in Next Mobile Job überschaubar zu halten, sind an ausgewählten Stellen Filter eingebaut. Klicken Sie zunächst einmal auf Alle. Und es öffnet sich eine Übersicht, in welcher Sie in der ersten Zeile den aktuell gespeicherten Filter sehen. Klicken Sie einmal darauf und es öffnet sich wiederum eine Übersicht mit den zur Verfügung stehenden Filter- und Sortierkriterien. Sie können hier den Mitarbeiter auswählen, der mit dem jeweiligen Gerät arbeitet, damit dieser nur die ihn betreffenden Aufträge sieht. Als Sortierkriterien stehen Ihnen der Schlagname, das Verfahren, das geplante Datum und die Entfernung zur Verfügung. Die Sortierkriterien können zudem noch auf- bzw. absteigend sortiert werden. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit dem Button Fertig, um den Filter auf die Liste anzuwenden. Als zweite Möglichkeit der freien Filterung steht Ihnen der Textfilter zur Verfügung. Geben Sie dazu in das Textfeld unter der Filterzeile einen beliebigen Text ein. Um die darunterliegende Liste anhand dieser Eingabe zu filtern. Diese beiden Filtermöglichkeiten sind auch kombinierbar. So können Sie sich im ersten Schritt die Aufträge für den Mitarbeiter XY anzeigen lassen und im zweiten Schritt zum Beispiel einen bestimmten Schlag oder ein bestimmtes Verfahren. Alle Aufträge aus der Schlagkartei oder von einem anderen mobilen Gerät finden Sie unter Offene Aufträge. Wie der Export aus der Schlagkartei funktioniert, können Sie in der Webhelp nachlesen. Grundsätzlich können, wie eingangs erwähnt, sowohl Einzel- als auch Sammelbuchungen verschickt werden. Sie sehen hier zwei Sammelbuchungen und eine Einzelbuchung. Diese können einzeln bearbeitet und verschickt oder wiederum als Sammelbuchung behandelt und zurückgesendet werden.
Ich klicke einmal auf diese Sammelbuchung und nochmal. Und Sie erkennen die Sammelbuchung zum einen an dem Kürzel und zum anderen an dem grauen Hintergrund. Öffnen Sie nun zum Bearbeiten einen geplanten Auftrag. Sollte die bearbeitete Fläche eine andere sein, dann klicken Sie einmal auf die Schlagangaben und geben Sie die korrekte Fläche ein. Mit dem Klick auf das Kartensymbol hier rechts daneben wird Ihnen der Schlag in der Satelliten- oder der Straßenkarte angezeigt. Sie können dann zum Beispiel auch die Route zum Schlag berechnen lassen. Die weiteren Funktionalitäten zur grafischen Anzeige werden im Zusammenhang mit der App Next Mobile Dock erläutert. Passen Sie nun zunächst die Maßnahmedauer an. Zur Erfassung der Maßnahmedauer können Sie entweder den Beginn und das Ende eingeben oder Sie buchen nur die Maßnahmedauer am Ende der Maßnahme. Tippen Sie dazu auf die Zeile Maßnahmedauer und geben Sie die Zeit in Stunden ein. Als Endzeitpunkt wird die aktuelle Zeit verwendet und die Anfangszeit wird entsprechend berechnet. Sie haben auch die Möglichkeit, eine Unterbrechung der Maßnahme einzugeben. Tippen Sie dazu noch einmal auf Maßnahmedauer und anschließend auf Unterbrechung. Geben Sie die Zeit in Stunden ein und die Anfangszeit wird entsprechend angepasst. Fügen Sie, wenn nötig, noch weitere Ressourcen hinzu. In Abhängigkeit des Verfahrens stehen der Verantwortliche, der Mitarbeiter, die Maschinen, die Geräte, die Notizen, die mineralischen und organischen Düngemittel, die Pflanzenschutzmittel sowie das Saatgut und die Sorte zur Auswahl. Ich wähle noch die Maschine hinzu und Sie sehen jetzt, dass hier noch die benötigten Zeitangaben in Stunden pro Hektar oder die Gesamtdauer eingetragen werden kann. Bei den Dünge- und Pflanzenschutzmitteln sowie beim Saatgut wären dies die Aufwandmenge pro Hektar bzw. die Gesamtmenge auf den Schlag. Bei einer Bestellbuchung und dem Verbuchen eines Saatguts als Ressource steht Ihnen zudem ein Saatgutrechner zur Verfügung. Wenn der Auftrag fertig durchgeführt wurde, können Sie diesen Auftrag senden und damit abschließen. Als weitere Optionen stehen als Offenspeichern, an ein Gerät senden oder Auftrag löschen zur Auswahl. Klicken Sie dazu in der Übersicht auf den Button Neue Maßnahme buchen. Wählen Sie im ersten Schritt das Verfahren und im zweiten Schritt einen Schlag. In der sich öffnenden Schlagliste haben Sie in der zweiten Zeile wieder die Möglichkeit zur Einstellung von Filtern. Als Filterkriterien stehen der Schlagtyp, der Betrieb, das Erntejahr, die Anbauperiode, die Frucht und die Sorte zur Verfügung. Eine Gruppierung ist nach dem Bewirtschafter, der Frucht, der Sorte und dem Schlagtyp möglich. Eine Sortierung kann nach der Schlagnummer, dem Schlagnamen, der Schlaggröße, der Entfernung und dem Schlagtyp erfolgen. Dies dann entweder aufsteigend oder absteigend. Nach dem Setzen der Filter drücken Sie auf Fertig und gelangen zurück in die Schlagliste. Nun fehlt noch die Auswahl der Schläge. In Abhängigkeit der gesetzten Filter klicken Sie sich bis zur Schlagauswahl durch, wählen einen Schlag für eine Einzelbuchung und mehrere Schläge für eine Sammelbuchung aus. Geben Sie die Maßnahmedauer an und fügen Sie die notwendigen Ressourcen hinzu. Nach Abschluss aller Eingaben klicken Sie Fertig und Senden oder entscheiden sich für eine der anderen Optionen.
Wie vorhin bereits erwähnt, finden Sie Buchungen, die bereits verschickt wurden, in der Kategorie Gesendete. Im Gegensatz zu den Buchungen in den anderen Kategorien, welche durch die einfache Auswahl bearbeitet werden können, müssen Sie hier das Bearbeiten explizit auswählen. Drücken Sie daher hier oben rechts Bearbeiten. Wählen Sie den Auftrag aus, welchen Sie erneut bearbeiten wollen, und drücken Sie hier unten Löschen oder Neu öffnen. Aufträge vom PC finden Sie dann unter Offene Aufträge wieder. Bereits getätigte Buchungen werden mit dem Erneuten versenden und Buchen in Ihrer Schlagkartei überschrieben. Werden hingegen neu erfasste Maßnahmen nach dem Versenden noch einmal geöffnet, finden Sie diese unter Entwürfe wieder. Nach dem erneuten Bearbeiten und Versenden finden Sie zwei Buchungen in Ihrer Schlagkartei. Die Tracking-Funktion dient dazu, Arbeiten anhand des zurückgelegten Weges genau zu dokumentieren. Diese kann mit und ohne Maßnahmebuchung aktiviert werden. Das Aufzeichnen von Punkten ist allerdings zusätzlich und muss nicht gestartet werden. Den vollen Umfang dieser Tracking-Funktionalität können Sie vorerst in der Webhelp nachlesen. Neben der Übersicht der Aufträge, in welcher Sie sich hauptsächlich bewegen, gibt es noch eine Übersicht über die verfügbaren Geräte und das Wetter. Sofern Sie Ihren Standort aktiviert haben, können Sie in der Übersicht der Geräte sehen, wo Sie sich und gegebenenfalls die anderen Kollegen befinden. Die Wetterübersicht zeigt Ihnen detaillierte Wetterdaten zu jedem einzelnen Schlag. Bei der Arbeit mit NextMobile Job wünsche ich Ihnen nun viel Spaß. Thank you.